Leute, was ab? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner Duke Nukem Forever-Reihe. Wir befinden uns im Kapitel Sprengung des Damms. Schauen wir mal, was abgeht. Platziere die Mauerbomben am Fuß des Damms. Okay. Checkpunkt gesichert. Und wir sind immer noch unter Wasser. Da vorne gibt es wieder Luft. Aus der Bahn. Hier kommt Duke Moonboon. Oh Gott, das schwimmen Viecher. Oh Gott, ich sterbe. Okay. Völlig orientierungslos, gleich mal gestorben. Nice. Nice, nice, nice. Aber gibt es hier sonst irgendwo Luft? Ja. Was habe ich jetzt damit bewirkt? Oh, die Luft ist aus. Da ist noch Luft. Ah ne, die Luft ist noch an. Was hat das jetzt gebracht? Da oben ist immer noch zu. Geht's hier weiter? Ja, da ist Luft. Und jetzt? Da hinten ist wieder Luft. Gehen wir immer mal der Luft nach. Luft ist ein guter Plan. Ah ja, klar. Fuck you, man. Hier ist richtig viel Luft. Dieses Level sollte das Becken heißen. Oh, hier kann ich nicht mal drehen. Fuck. Ja, toll. Wo geht's weiter? Ich glaube, nach oben schwimmen können wir nicht. Ach, Bombe platzieren. Und dann explodiert die. Okay, dann brauchen wir jetzt noch die andere. Wird vermutlich irgendwo da drüben sein. Oh, oh. Keine Luft, keine Luft, keine Luft da drüben. Ist nicht gut. Vielleicht da oben? Nein? Nein.
Wo sind wir denn hergekommen? Von da hinten, ne? Okay, das war das eine. Da hinten ist so ein Licht, aber das ist so weit weg. Ich glaube nicht, dass wir da richtig sind. Da ist auch ein Licht. Da hinten ist auch noch Luft. Oh oh. Ich war wohl nicht richtig auf dem Ding gestanden. Und jetzt? Hier gibt's nichts. Oder? Was bist du? Hier gibt's eine Schatzkiste. Aber keine Luft. Luft! Was war jetzt in der Schatzkiste? Nichts, was wir gebrauchen können, so wie es aussieht. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn da hinten Luft war bei dem Licht. Dann ist da vorne bestimmt auch Luft bei dem Licht. Versuchen wir jetzt einfach mal darüber zu schwimmen. Da liegt ein Schiff. Komm schon, komm schon. Luft irgendwo. Da ist eine Leitung. Da ist eine Leitung, aber keine Luft. Scheiße. Verkackt. Okay. Och nee, oder? Oh, wie dämlich. Ach. Okay, aber da kam wohl nichts hin. Halt, stopp. Wo ist die Luft hin? Ah, wo bin ich? Ja. Was blinkt denn da so? Eine Waffe, hä? Oder sowas? AT-Laser, oh Gott, hör mal auf mit dem Scheiß. Okay, dann gehen wir als erstes mal wieder nach da vorne. So, und jetzt sind wir so weit wie vorher.
meine, wenn man logisch denkt, dann ist es ja eine Dammmauer, ne? Das bedeutet, dass es eigentlich hier an einer großen Mauer sein sollte. Leider erkennt man hier nichts. Gar nichts. Jetzt müssen wir halt echt auf gut Glück irgendwo hinschwimmen und hoffen, dass es da Luft gibt. Vielleicht weiter oben. Nee. Da drüben ist noch so ein Licht. Es könnte doch noch was sein da. Ah ne, das ist ein umgestürzter Turm oder irgendwas. Fuck! Geht mir das jetzt auf die Eier, hey. Nur wegen so einem Scheiß findet man hier wieder nichts. Ah, da geht's ja weiter. Ach, jetzt kann man das Ding drehen. Das konnte ich vorher noch nicht drehen. Noch Raufel. Was ist jetzt passiert? Checkpoint! Yay! Oh, oh. Keine Luft mehr. Ach doch, da vorne. Oh, das sind Oktos. Einer weniger. Luft, Luft, Luft. So, jetzt zu dir. Okay. Und weiter geht's. Ah, dahin wohl nicht. Muss ja wohl, wenn das Rohr da durchgeht. Versuchen wir einfach mal ganz schnell, das war ja ein Checkpoint. Schwimmen wir einfach mal rüber. Vielleicht ist da hinten jetzt Luft, wo vorher keine war. Ja, da. Oh, komm schon, bitte. Das reicht, bitte. Nice. Fuck, hier ist keine Luft. Da hinten ist Luft. Das reicht aber nicht. Okay, wenigstens haben wir gesehen, wo es weitergeht. Es war aber trotzdem ziemlich knapp vorhin. Wie sind wir denn darüber geschwommen? Ich glaube, ich muss mehr in diese Richtung. Ja. Da kommt das Rohr wieder raus aus dem Schutt. So. Und nachdem ich dann hier gedreht hatte, kam da Luft hinten. Okay, aber erst nochmal Luft holen. Und dann...
Ab geht's. Und jetzt gleich in diese Richtung. Go, 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 go. Oh Mann. Man sieht halt auch nichts ohne Witz. Fuck. Ey, das kotzt mich echt an, so ein Scheiß. Noch näher, bitte. Dämliche Leiche schwimmt mir im Weg rum. Tot? Ja. Oh Mann, hey. Was ein Scheiß. Und Sniper ist leer, oder was? Ja. Gibt's hier irgendwo Luft? Nein, gibt's nicht. Gegner? Keine Gegner? Immer noch keine Gegner? Oh. Energieegel? What the fuck? Okay. Zeit, ein bisschen hier die Gegend zu erkunden. Komm schon, benutzen. Lol. Was soll ich denn tun? Ich bin so langsam, ich kann ja nichts ausweichen. Oh, fuck, Mann. Ey, so kein Bock auf diesen Müll. War da wenigstens ein Checkpoint? Ja. Wenigstens das. Kann ich nicht bitte einen Devastator haben?
Ah, okay. Jetzt bin ich diesem Angriff ausgewichen, so wie es aussieht. Das kommt mir immer so nah. Ausweichen. Gut. Gut, Moon Moon. Luft, 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 Luft. Okay. Saug mich ein, saug mich ein. Ah! Nein, es saugt mich schon wieder ein. Und ausweichen. Boah, Mistviech, echt. Da saugt das ein. Boah, scheiße. Luft. Kaputt. Ah, jetzt habe ich auf einmal unendlich Luft. Geil. Nice. Okay, und jetzt geht's da vorne raus. Checkpoint gesichert. Nice, nice. Geht's da oben raus? Ja, endlich. Nice. Okay, hier machen wir da Schluss für heute. War ein etwas komisches Level meiner Meinung nach. Das mit dem Luft, also da, dass sie da ein bisschen Druck auf einen ausüben, war ganz okay. Nur es war irgendwie, weiß nicht, es hat mir nicht gefallen. Ich will lieber ein good old Duke Nukem 3D rumlaufen, Sachen erkunden und so Scheiße. Das ist mir alles zu linear hier. Aber okay, wie auch immer. Wir sprengen den Damm Teil 2 nächstes Mal. Ich bin Moon Boon und ich bin raus. Ciao, ciao.